möchte damit beginnen, mich selbst kurz vorzustellen. Mein Name ist Katrin Sänger-Schäfer. Ich bin die medienpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke, selbst Germanistin und Politologin und komme noch aus einem Zeitalter, wo Magisterarbeiten noch mit der Schreibmaschine geschrieben wurden. Das ist heute fast unvorstellbar. Das Internet hat das Schreiben verändert, das Internet hat den Journalismus verändert und das Internet hat auch die Politik verändert. Und genau darüber möchte ich heute mit euch, mit Ihnen diskutieren. Dazu habe ich sehr interessante und auch wichtige Leute eingeladen. Ich möchte Sie einer Reihe nach vorstellen. Das ist einmal Falk Lücke. Er ist Journalist, gelernter Politikwissenschaftler und arbeitet vor allem zu technologiepolitischen Themen. Er ist Mitbegründer des Vereins Digitale Gesellschaft und beschäftigt sich seit einem Jahrzehnt mit der Frage, wie das Netz die Gesellschaft ändert und umgekehrt. Auch im blauen Hemd hier Frank Rieger, den meisten wahrscheinlich auch bekannt, aber für diejenigen, die vielleicht auch zum ersten Mal hier sind, mache ich trotzdem eine Vorstellung für alle. Frank ist Mitglied im Chaos Computer Club, zugleich technischer Geschäftsführer eines Unternehmens für Datensicherheit, Mitautor eines Gutachtens an das Bundesverfassungsgericht zur Vorratsdatenspeicherung und Mitautor des Buches Die Datenfresser, was heute Morgen schon angekündigt wurde, über die Praxis der Datensammlung und Datenverwertung durch Internetfirmen und Staat. Dann haben wir Anne Roth hier sitzen. Anne ist Medien- und Netzaktivistin und ich fand es interessant, Anne, mein Mitarbeiter hat mir aufgeschrieben, und Mutter zweier Kinder, das hat er bei den Herren hier nicht gemacht. Ich sage es deshalb auch, weil das ja auch eine Anstrengung und eine Aufgabe ist. Und was ich noch aus deinem persönlichen Umfeld vielleicht sagen möchte, dass du als Partnerin von André Holm ins Licht der Öffentlichkeit geraten bist, als es morgens um 7 Uhr an der gemeinsamen Wohnung klingelte und er als Terrorist festgenommen wurde. Seitdem bloggt Anne über Terrorismus- und Extremismusdiskurse, über Polizeien im Allgemeinen und Besonderen, über Medien, Netzpolitik, Hacktivism und Feministisches, was mich auch besonders freut. Netzpolitisch aktiv bist du seit 2001 als Mitbegründerin von Indie Media Deutschland. Christoph Südo hier außen ist Historiker und Islamwissenschaftler, berichtet als freier Journalist über die politischen Ereignisse des Nahen und Mittleren Ostens. Christoph war im Frühjahr beim Young Media Summit der Deutschen Welle in Kairo, dabei, wo sich junge Medienmacherinnen und Medienmacher aus Deutschland, Syrien, Ägypten und weiteren arabischen Ländern zum Austausch trafen. Er bloggt auf alshark.de. Okay. Wenn wir jetzt uns die Vorstellungsrunde angucken, symbolisiert das eigentlich auch schon so ein bisschen, in welche Richtung das Gespräch heute gehen soll. Wenn wir das letzte Jahr, das Jahr, was noch nicht vergangen ist, aber trotzdem 2011 mal ein bisschen Revue passieren lassen, was in Bezug auf Internet und Politik gelaufen ist, kommt man eigentlich zu, für mich jetzt, ein paar wesentlichen Ereignissen, die ich an 5 Beispielen exemplarisch deutlich machen möchte. Erstens war es die sogenannte Facebook-Revolution in Nordafrika und im Nahen Osten, wo man sagen kann, dass hier das Umsetzen von Netzaktivitäten eigentlich on the road das erste Mal sichtbar wurde und schon zu gravierenden Veränderungen geführt hat. Zweitens war es aber auch die Institutionalisierung von außerparlamentarischen Netzpolitik in Deutschland durch die Gründung des Vereins Digitale Gesellschaft im April 2011. Und drittens sind neue Gruppierungen entstanden, zum Beispiel Anonymous und Lulzsec. Und viertens die Debatte um Anonymität und Klarnamen, die, denke ich, jetzt auch gerade in letzter Zeit an Schärfe zugenommen hat. Und als letzten Punkt möchte ich auch nochmal auf Großbritannien eingehen, auf die Unruhen, zu denen der Premierminister Cameron ja verlautbaren hat lassen, dass man doch mal darüber nachdenken sollte, dass man Kommunikationsmodelle wie SMS und Twitter unterbinde. Allein diese lose Aufzählung zeigt schon ein bisschen, wie wichtig und welchen Schub Internet also auf Politik gegeben hat. Das haben wir jetzt in verschiedenen Foren schon auf die eine oder andere Weise diskutiert.
Aber für uns auch als Politikerinnen und Politiker, als gewählte Volksvertreterinnen und Volksvertreter ist es besonders wichtig, dass wir diese Themen auch zukünftig sehr stark mit einbeziehen und in die Öffentlichkeit bringen, weil so Themen wie Urheberrecht, Datenschutz, Cyberkriminalität und vieles mehr einfach von ihrer Bedeutung und von ihrer Wichtigkeit bisher noch nicht in der breiten Gesamtgesellschaft eigentlich den Platz eingenommen haben, der ihnen zusteht und der auch ganz wichtig sein wird. Und deshalb gehen wir jetzt auch gleich in Media Res. Und meine erste Frage geht an Christoph. Wir waren ja in diesem Jahr, genau, nimmst du mal das Mikro. Wir waren ja in diesem Jahr Zeuge wichtiger politischer Veränderungen. Nordafrika, habe ich gesagt, Nahe Osten. Regime mit autoritären und politischen Strukturen, die Jahrzehnte fest im Sattel gesessen haben, wurden gestürzt. Welche Rolle, jetzt Frage an dich, spielt die digitale Kommunikation für die Organisation der Proteste? Auf der einen Seite aktuell in Syrien, aber auch in Libyen und auf der anderen Seite als Gegenpol gewissermaßen, wie sieht es dazu aus in Ägypten und Tunesien? Die Rolle, die digitale Medien auf der einen Seite in Ägypten und Tunesien und auf der anderen Seite in Syrien und Libyen gespielt haben, unterscheidet sich. In Ägypten und Tunesien war es so, dass gerade Facebook, im geringeren Rahmen auch Twitter, eine sehr große Rolle dabei gespielt haben, überhaupt die Leute erstmal zu mobilisieren, dass sich Leute in Facebook-Gruppen zusammengeschlossen haben und gesagt haben, wir wollen an dem und dem Tag demonstrieren, wir wollen auf die Straße gehen und den Sturz des Regimes fordern. Das hat es in Tunesien gegeben und das hat es in noch größerem Maße in Ägypten gegeben. Also Ägypten ist sozusagen, wenn man so will, der Prototyp der sogenannten Facebook-Revolution. Wenn wir uns jetzt dagegen als bestes Beispiel Syrien ansehen, dann ist es so, dass die alltäglichen Proteste oder die Proteste, die es an den Freitagen zumeist gibt, dass die eher durch Mundpropaganda oder über Handys, SMS auf diesem Wege verbreitet werden und nicht so sehr über das Internet. Das hängt besonders damit zusammen, dass das Internet in Syrien längst noch nicht so verbreitet ist wie in Ägypten, während in Ägypten Internetanschlüsse in Privathaushalten gang und gäbe sind und das Internet auch nicht in dem Maße gefiltert und Seiten blockiert wurden wie in Syrien, ist das in Syrien anders. Und in Syrien hat das Internet vor allen Dingen die Funktion, dass man über YouTube, über Facebook, über andere Kanäle überhaupt die Demonstration zeigt. Das heißt, dass man Videos ins Netz stellt, auf denen man eben sagen kann, hier ist es Freitag und in den Straßen von Homs, Hama, Daraa, Aleppo gehen mehrere tausend Leute auf die Straße. Sie rufen das und das, sie rufen bestimmte Slogans und dann sieht man, wie Milizionäre oder wie Sicherheitskräfte auf die Demonstranten schießen. Das heißt, in Syrien und auch für Libyen kann man das sagen, hat das Internet in erster Linie die Funktion, die Proteste nach außen in die Welt zu tragen, die dann eben auch, diese Videos werden ja dann eben auch von Al Jazeera oder auch europäischen Medien aufgegriffen. Und woher kommt das? Hat das länderspezifische Hintergründe? Sind das politische Strukturen? Und da liegt das einfach an der Nichtvorhandensein des Internets in weiten Kreisen? Oder ist es gar vielleicht so, dass wir hier auch die Funktion des Internets überschätzen? Die Funktion des Internets wird vielleicht nicht überschätzt, aber sie wird falsch eingeschätzt. In Ägypten war es so, dass sich praktisch seit 4-5 Jahren dort eine aktive, sehr aktive Blogosphäre herausgebildet hat, dass es prominente Figuren gibt, die Blogs haben, die von zehntausenden Leuten pro Tag angeklickt werden, dass dort Facebook, also in Syrien wird ja zum Beispiel Facebook seit Jahren mehr oder weniger blockiert oder es ist sehr schwer möglich, auf Facebook zuzugreifen. Das hat es in dem Maße in Ägypten über Jahre hinweg nicht gegeben, sodass die Leute in Ägypten sozusagen einen Vorsprung hatten gegenüber, wenn man das jetzt vergleicht mit Syrien. In Syrien dagegen ist es eben auf der einen Seite die technische Komponente, dass das Internet einfach noch nicht so verbreitet ist. Und dazu noch kommt, dass wenn man in ein Internetcafé gehen möchte, dass es meistens üblich ist, dass man sich ausweisen muss, dass man seine Identität offenlegen muss, dass man sich damit gefährdet. Und das führt eben dazu, dass die Zahl der Leute, die im Internet aktiv politisch tätig sind in Syrien, weitaus geringer ist. Und das führt eben auch dazu, dass diese Vernetzung nicht in dem Maße vorhanden ist, wie wir das aus Ägypten kennen. Okay, vielen Dank. Ich mache mal weiter mit Falk.
Im April dieses Jahres gründete sich ja der Verein, ich habe es vorhin gesagt, Digitale Gesellschaft. Ich habe mir das jetzt auch ein bisschen angeschaut und darf mal zitieren. Hier steht, also für uns ist das Internet als Teil unserer Lebenswirklichkeit eine überaus ernste Angelegenheit, eine, die nicht für politischen Aktionismus oder Schnellschüsse missbraucht werden darf. Das Netz hält der Gesellschaft an vielen Stellen einen Spiegel vor. Kinderpornografie, Terrorismus und Datenschutzprobleme gibt es nicht erst, seit sich Politiker vergeblich mit dem Netz beschäftigen. Und Politikerinnen, füge ich nochmal an. Diese Probleme sind real, sie sind kein Netzproblem. Wir kämpfen mit euch gemeinsam gegen einseitige Sicherheits- und Urheberrechtspolitik, für Transparenz und Fairness, gegen Hinterzimmerlobbyismus und für Nutzerrechte. Wie gestaltet sich das jetzt, wenn wir diese, sagen wir mal, Digital Natives jetzt uns anschauen, die sich ja schon seit Anbeginn eigentlich in dem Netz bewegen? Wie verstehe ich dann die digitale Gesellschaft? Ist das dann so eine Art Dachverband oder worauf zielt das hin? Was kann man sich darunter vorstellen? Also ein Dachverband, erstmal schön, dass ihr alle da seid. Finde ich ja sehr schön, dass auch an diesem Thema einfach so ein Interesse ist. Und das ist natürlich auch so was, was ein bisschen damit zusammenhängt, dass wir die digitale Gesellschaft gegründet haben. Insofern, als dass es eine breite Öffentlichkeit gibt, die sich inzwischen für die Thematik interessiert und hat auch eine politische Öffentlichkeit, die sich für diese Thematik interessiert. Es ist der erste Kongress dieser Art, wenn ich es richtig weiß, der Rosa-Luxemburg-Stiftung zu dem ganzen Thema. Der zweite? Entschuldigung. Auf jeden Fall, es ist so, dass es offensichtlich einige Leute den Weg hierher gefunden haben und es scheint den Leuten auch ein bisschen auf den Nägeln zu brennen. Nein, ein Dachverband, das will die digitale Gesellschaft in dem Sinne nicht sein. Es ist allerdings wovon würde man denn dann ein Dach sein? Das sollte man auch ein bisschen im Hinterkopf haben. Denn wenn man sich die Netzbewegung im weitesten Sinne in Deutschland anguckt, dann ist sie ein, naja, ich würde sagen, ein Sammelsurium diversester loser Zusammenschlüsse plus ein paar institutioneller Player, die sich aber häufig nicht unbedingt als primär politisch verstehen. Beispielsweise der Chaos Computer Club definiert sich eigentlich nicht als politische Interessenvertretung primär, sondern eher als ein Zusammenschluss von Leuten, die sich mit Computersicherheit und Netzsicherheit im allerweitesten Sinne häufig beschäftigen. Frank, korrigiere mich gleich bitte dann. Gut, also ich habe auch versprochen, dass ich mich kurz halte. Genau. Deswegen nur ein ganz kleiner Punkt dazu noch. Du hattest eben gesagt Digital Natives. Ja. So, welche Rolle spielt das für die Digital Natives? So, wenn man das Wort Digital Native nimmt, dann wird das häufig in einer sehr interessanten Art und Weise benutzt, nämlich so, um zu unterscheiden, wer mit dem Internet oder mit digitalen Medien aufgewachsen ist und wer das nicht ist. Tatsächlich kann man es aber ein bisschen anders sehen und das gilt genauso auch dann für die politischen Akteure. Es gibt halt nicht nur die Digital Natives, sondern es gibt auch die digitalen Naiven. Es gibt nicht nur die Digital Immigrants, sondern es gibt auch die digitalen Ignoranten, die Digital Ignorance. So, und von all denen finden wir welche auch in der Politik inzwischen wieder. Und was wir versuchen, ist Bürgerrechte und Nutzerrechte für alle von denen so zu beeinflussen, dass sie positiv gestaltet sind, dass es eben nicht dazu kommt, zu dem, was in den letzten Jahren passiert ist, dass es immer weiter eigentlich eingeschränkt wird, abgebaut wird und so weiter. Es gibt viele Baustellen, an denen eine starke Stimme für die Nutzer schlicht und einfach fehlt und da versuchen wir ein bisschen Abhilfe zu schaffen. Mhm. Ja, und wie kann man sich das konkret vorstellen? Oh, das kann man sich auf relativ viele Arten und Weisen konkret vorstellen. Aber als Beispiel. Ich mache mal ganz kurz den Ritt dadurch. Zum einen natürlich Aktionen, zum zweiten sowas ganz Klassisches wie Reden mit Politikern, Stellungnahmen schreiben und als drittes auch sowas ganz Banales wie Öffentlichkeitsarbeit. Es soll auch Player geben, bei denen dauert es dann einfach viele Tage, bis eine Antwort auf eine Presseanfrage kommt. Was schade ist häufig, weil dann ist das Thema medial häufig durch. Und das versuchen wir natürlich ein bisschen zu beheben, da wo es möglich ist. Okay, vielen Dank. Dann gehe ich jetzt mal zu Frank. In der Hackerethik ist der Chaos Computer Club, hat eine bestimmte Ethik, verfolgt eine bestimmte Ethik und dort ist zu lesen, misstraue Autoritäten, fördere Dezentralisierung. Gleichzeitig zeigen aber viele Hackerinnen und Hacker auch ihren Unmut über die sogenannten Script-Kiddies und Anonymous und Lalksec. Wie bewertest du jetzt diese neue Protestgruppe und wie ist sie vor dem Hintergrund der Geschichte der Proteste im Netz einzustufen? Also ich muss noch mal kurz auf Falk eingehen, initial. Also der Chaos Computer Club versteht sich eben nicht nur als eine Organisation von technisch Interessierten, sondern er ist schon immer in seiner Geschichte zur Hälfte mit technisch interessierten, politisch orientierten Menschen bevölkert
Und uns interessiert halt genau die Schnittstelle zwischen diesen beiden Themen. Also welche Auswirkungen hat Technologie auf die Gesellschaft? Wie verändert sich Kommunikation? Wie verändert sich Politik? Und insbesondere auch deswegen, weil eben der Einfluss der Technik so groß wird eben auf diese Themen. Also die, was eingangs schon gesagt wurde, eben die Unterschiedlichkeit der Technologieanwendung, zum Beispiel bei diesen den Aufständen oder den Revolutionen in Nordafrika, hat eben auch sehr viel mit den technischen Gegebenheiten zu tun. Und was wir da halt momentan haben, ist ein kurzer Moment in der Zeit, wo diejenigen, die diese Netztechnologien für politische Zwecke verwenden können, im Vorteil sind, bis die Gegenseite nachzieht. Also wir haben schon die Situation, dass in anderen Ländern, also zum Beispiel im Jemen oder auch zum Teil im Sudan, dass da intensiv gegengearbeitet wurde, also tatsächlich die benutzt wurde, dass die politische Opposition soziale Netzwerke benutzt hat. Und vor diesem Hintergrund ist auch diese Geschichte, die wir jetzt gerade sehen mit Lulzsäck und Anonymous, hat halt eben genau diese Komponente, dass es gerade eben noch geht, also dass gerade tatsächlich die technischen Voraussetzungen so sind, dass man dass halt so ein paar Kiddies, anders kann man es nicht sagen, die halt einfach von ihren technischen Skills her sehr unterschiedlich sind, also von wirklich sehr Anfängerleuten bis irgendwie zu Hochbegabten, dass die mit so einfachen Mitteln so große Datenmengen erzielen können und so viele Server runternehmen können, hat einfach auch damit zu tun, dass die Technologie so scheiße ist. So, und der Druck, der jetzt gerade der passiert, ist natürlich auch ein evolutionärer. Also so wie die Staaten aufrüsten und Zensurtechnologie und Abhörtechnologie installieren, und zwar massiv, wie wir jetzt gerade in Libyen sehen, wie schnell das da ging, oder wie wir doch gerade in Syrien sehen, die innerhalb von Monaten eine dramatische Aufrüstung auf der Abhörfront gemacht haben. Genauso passierte natürlich auch bei den Firmen und Institutionen, die halt von Lulzsäck oder Anonymous getroffen werden. Soweit jetzt irgendwie die Einordnung betrifft, so von wegen Hacker, Skriptkiddy und so, das interessiert uns eigentlich nicht. Also das ist halt eigentlich eine Sache, die, also am Ende interessiert halt, was passiert und was ist der Effekt. Und also mein persönliches Problem ist eigentlich eher, dass diese Leute, die das tun, halt offensichtlich aus den mittlerweile 30 Jahren Erfahrung der Hacker-Szene nicht gelernt haben und sich halt immer noch erwischen lassen, was halt vollkommen unnötig ist. Und das sind halt eigentlich eher die Dinge, die mich da interessieren. Okay, also eine große Gelassenheit kann ich also diesbezüglich feststellen. Okay, dann gebe ich jetzt an Anne weiter. Also ich habe vorhin schon England angesprochen und David Cameron forderte ja nach den Krawallen, das habe ich ja erwähnt, SMS und Twitter notfalls zu unterbinden. In Sachsen, haben wir ja auch heute Morgen schon gehört, werden ja seit Jahren aber tausende Menschen unter Generalverdacht gestellt und mobile Kommunikationsformen massenweise abgehört. Wie soll man sich zu flächendeckender Überwachung, jetzt beispielsweise Dresden einerseits, und Kriminalisierungsstrategien, beispielsweise Cameron, auch in demokratischen Staaten verhalten, die Internetnutzer durch Verhaltensregeln und Strafandrohung stigmatisieren? Die Frage ist im Grunde einfach zu beantworten, da muss man sich gegen wehren. Genau. und um jetzt noch mal ein bisschen weiter auszuholen, ich würde sagen, um jetzt mit Sachsen anzufangen, Sachsen scheint mir echt ein Sonderfall in verschiedener Hinsicht zu sein. Die sächsische Staatsanwaltschaft, die sächsische Polizei ist so ein bisschen nicht von dieser Welt, habe ich manchmal den Eindruck. Die sehr speziell, ja. Erlauben sich eine ganze Reihe von Sachen, die sich vielleicht andere Polizeien auch erlauben, aber sich zumindest nicht so öffentlich damit gerieren, also vielleicht sich nicht so dämlich gegenüber der Presse oder der Opposition gegenüber benehmen und wo man das nicht so mitkriegt. Das wäre jetzt meine vielleicht etwas verschwörungstheoretische Auslegung davon. Auf der anderen Seite könnte man sagen, hoffentlich ist Sachsen nur ein Einzelfall, denn die Art und Weise, wie da überwacht wird, wie da Grundrechte die ganze Zeit im Grunde missachtet werden, ist schon wirklich ganz überraschend. Und auch mit welchem Selbstbewusstsein dann die sächsische Staatsanwaltschaft sich hinstellt und sagt, wieso? Wir haben es hier mit schweren Straftaten zu tun, da ist es überhaupt kein Problem, halb Dresden mal eben durch eine Funkzellenabfrage komplett zu überwachen und einmal alle durch die Datenbank zu ziehen. Das ist natürlich auch eigentlich rechtsstaatlich überhaupt nicht gedeckt und die Auseinandersetzung darum, die läuft ja auch noch. Das hat mit dem Internet insofern ja jetzt erstmal noch gar nichts zu tun, weil das eben, da geht es um Polizeiarbeit und Überwachungsmethoden und dass es eine enge Verzahnung gibt zwischen Fragen zur Überwachung und Fragen von Internet- und Netzpolitik ist relativ offensichtlich, aber in dem Fall, finde ich, ist es im Grunde einfach eine Weiterentwicklung von Polizeiarbeit, den Versuchen der Polizei. Manchmal denke ich, das ist jetzt vielleicht ein bisschen provokant gesagt, die benehmen sich wie Hacker, because we can. Also sie machen einfach das, was sie können, solange wie sie nicht daran gehindert werden. Mhm. Und das ist in Sachsen einfach ganz, ganz besonders ausgefeilt.
Wobei ja tatsächlich da jetzt auch einiges auch an Öffentlichkeitsarbeit stattgefunden hat und von den Betroffenen zu versuchen, sich zu wehren. Und das ist einfach wegen der besonderen Situation und der sächsischen Staatsanwaltschaft, die dann auch vom Justizministerium gedeckt wird, einfach ganz besonders schwierig. Auf der anderen Seite gibt es Versuche von Polizeien, so viel wie möglich zu überwachen, so viel wie möglich Kontrolle auszuüben. Natürlich nicht nur dort, sondern auch an vielen anderen Orten, vielleicht nicht in dem Ausmaß. Und das ist was, wo sich Leute im Netz wie außerhalb des Netzes gegen wehren müssen, weil das einfach, würde ich sagen, bedauerlicherweise auch in Deutschland, obwohl die Polizei nach dem Nationalsozialismus ja eigentlich nochmal gestärkt als Hüterin der Grundrechte installiert wurde, sich in eine völlig andere Richtung bewegt und eben sich benimmt, wie Polizeien sich benehmen, versucht zu kontrollieren und zu überwachen, soweit es geht. Solange sich eben nicht massiv dagegen gestellt wird von Seiten der Demokraten. Soweit, wie gesagt, sehe ich, das ist jetzt eigentlich noch fast gar kein Netzthema, aber hat natürlich viel mit Überwachung zu tun. Und damit kommen wir dann eben zum Netz, weil es da ganz viele andere Möglichkeiten auch gibt, nochmal zu überwachen, Daten zu sammeln und sowas wie Rasterfahndung in zugespitztem Maße mit der gesamten Bevölkerung die ganze Zeit zu betreiben. Und das ist was, wo wir eben auch unbedingt ein Auge drauf haben müssen und wo es wichtig ist, dann verschiedenste Gruppen wie CCC, Digitale Gesellschaft und so weiter, und eben aber auch natürlich die demokratischen oder progressiven Parteien zu versuchen, sich nach, also immer auch dagegen zu wehren und nicht so wie jetzt, also muss ich jetzt dann mal praktisch werden, leider die SPD gerade wieder benimmt, die versucht, so eine Art Vorratsdatenspeicherung Light einzuführen, mit so einem realpolitischen Blick auf diese ganze Angelegenheit zu sagen, naja, es lässt sich ja nicht ganz vermeiden und Realpolitik ist nun mal eben so und dann versuchen wir, das geringste Übel zu installieren und damit aber eben tatsächlich eine Vorratsdatenspeicherung auch weiter zu propagieren. Cameron, ja, vielleicht oder? Noch was zu Cameron, genau, wollte ich gerade fragen. Da wäre ich dann jetzt auch noch zugekommen. Cameron hat ja eben, hast du schon gesagt nach den Krawallen in England, Internet verbieten, Zugang zu sozialen Netzwerken verbieten, Twitter verbieten, alles verbieten. Also so eine klassische Reaktion, würde ich sagen, von einem Innenpolitiker, dem man arrogant vorwerfen könnte, er versteht das Netz nicht und dem man nicht arrogant sagen muss, naja, der versucht halt, jede Möglichkeit auszunutzen, demokratische Bewegungen zu verhindern, wie das so die Eigenart von Innenpolitikern eben leider meistens ist. Interessant finde ich an dem Beispiel Cameron zwei Sachen. Das ist schon okay. Das ist natürlich. Cameron gehört ja eben als Minister der britischen Regierung an, die sich genauso aus dem Fenster gelehnt hat, als es in Nordafrika darum ging, Internet zu verbieten und Zugang zu sozialen Netzwerken und Twitter zu verbieten, um dort die demokratischen Bewegungen zu unterdrücken, als sich die gesamte westliche Welt hingestellt hat und gesagt hat, das ist ja furchtbar und das ist ja überhaupt nicht demokratisch und da müssen wir aber eingreifen und das geht ja gar nicht. Und wenn man dann nicht genau hinguckt und dann passiert eben ein Aufstand in England, dann wird ein völlig anderer Standard angelegt. Dann sind das hier plötzlich einfach nur chaotische Krawallmacher und kriminelle Jugendliche, die gehören verboten und in den Knast. Und selbst wenn jemand nur bei Facebook einen Satz einstellt, das ist ja tatsächlich vorgekommen, der da heißt, wir sollten mal, ich weiß gar nicht genau, was er gesagt hat, aber also ich würde es nicht mal wirklich als Aufruf gewertet haben, sondern eher als eine ins Netz geplauderte Idee, aber das kann man unterschiedlich bewerten, der jetzt also gleich zu 4 Jahren Gefängnis verurteilt worden ist und das im demokratischen England, was gleichzeitig sagt, ne, in Ägypten. Ganz letztes kleines Detail auch noch, was ich interessant fand, der Guardian, britische progressive liberale Zeitung, hat eine sehr gute Datenjournalismusabteilung, die immer wieder versuchen, Daten so aufzubereiten, dass sie grafisch beispielsweise oder ja meistens grafisch so dargestellt werden, dass neue Informationen aus ihnen erkennbar werden. Und die haben die gesamten Tweets zu den britischen Krawallen ausgewertet und dabei sehr schön grafisch dargestellt, dass die große Welle zu den jeweiligen Ereignissen an Tweets immer jeweils nach dem Ereignis stattgefunden hat, sodass also relativ deutlich sichtbar war, so sagt jedenfalls der Guardian, dass die Vorbereitung der Krawalle nicht durch Twitter stattgefunden hat, sondern dass Twitter vor allen Dingen wie eben immer benutzt wurde, um sich hinterher darüber zu unterhalten. Das ist noch so ein bisschen, finde ich, fragwürdig, weil ich davon ausgehe, dass selbst wenn das so wäre, dass dort 100 junge Leute sich vorgenommen hätten, in Tottenham einen Krawall zu starten, würden das natürlich von der Menge der Tweets her jetzt nicht so viele gewesen sein, wie dann die große Welle, die hinterher zu sehen war. Insofern finde ich diese Grafik tatsächlich gar nicht so aussagekräftig. Trotzdem finde ich es aber interessant und wichtig zu sagen, man muss sich das natürlich genau angucken, bevor man dann anfängt, irgendwas verbieten zu wollen. Und
allerletzter Satz, auch nochmal zur Kontrolle und politischen Haltung zu sowas. Mir kommt das vor, dieses, das muss verboten werden, das muss eingeschränkt werden, so ähnlich wie schon beim Buchdruck und beim Radio und beim Fernsehen, dass als das neu war, die Politik schrie, das gehört verboten, weil das Volk redet zu viel und informiert sich zu viel und kommuniziert ohne unsere Zustimmung, und das haben wir jetzt beim Internet eben wieder. Und wie ernst sind diese Kriminalisierungstendenzen zu nehmen? Sehr ernst. Also ich hänge mich da jetzt nicht immer so gern mit meinem persönlichen Beispiel aus dem Fenster, aber ich persönlich hatte das ja tatsächlich eben auch bei mir zu Hause, dass es eben, also dass mein Freund als Terrorist festgenommen wurde, in Untersuchungshaft verschwunden ist. Das passiert nur in Einzelfällen, das passiert der großen Mehrheit der Bevölkerung natürlich nicht, aber ich denke, es ist auch kein Zufall, dass es immer mal wieder diese Einzelfälle gibt, die überhaupt nicht dem klassischen Bild des Kriminellen oder Terroristen entsprechen, sondern irgendwelche Leute sind, die exemplarisch dann einmal vorgeführt werden, um allen anderen zu sagen, hier, passt schön auf und hängt euch irgendwie nicht so weit aus dem Fenster, denn das ist dann was auch passieren kann. Ja, wir starten jetzt gleich in die zweite Fragerunde. Vielen Dank erstmal an die hier Anwesenden, dass Sie sich auch so kurz und prägnant in Ihren Antworten gefasst haben. Und nach der zweiten Fragerunde werden wir dann ins Plenum geben und alle können fragen. Ich glaube, da brennen viele, viele Fragen noch auf den Nägeln, die wir dann auch mit viel Raum und Zeit beantworten möchten. Ja, ich möchte nochmal an dich die Frage richten. Und zwar, du hast es jetzt schon ein bisschen ausgesprochen und erklärt und erzählt, wie das auch bei dir selbst war, aber es ist ja nichts Neues. Es ist ja schon seit jeher das übliche Ansinnen der Mächtigen, ihre Untertanen möglichst flächendeckend zu kontrollieren. Aber bietet diese Offenheit im Netz, die wir ja auch haben, die so basisdemokratisch daherkommt, nicht auch die Gefahr, dass sie unter dem Mäntelchen gewissermaßen der Basisdemokratie ein großes, großes Kontrollinstrumentarium darstellt, was sich letztlich ja dann auch gegen die Menschen richten kann? Das jetzt kurz zu beantworten, ist auch echt eine Herausforderung. Ein bisschen Zeit hast du schon. Ne? Einiges habe ich aber ja eben auch im Grunde schon so ein bisschen angedeutet. Ich finde, das ist so ein Widerspruch, den sehe ich in dieser Form einfach nicht. Das gibt es eben beides. Ich denke, das Internet ermöglicht oder das Netz an sich ermöglicht ganz viel an basisdemokratischer und politischer Aktivität, die ich für gut und wichtig und richtig halte. Und natürlich gleichzeitig, das hat Frank ja auch schon gesagt, versucht die Politik, also der sozusagen kontrollierende Teil der Politik, ganz schnell nachzuziehen und alles, was an Überwachung möglich ist, mitzunehmen. Das ist tatsächlich eben einfach beides da. Was die politischen Möglichkeiten angeht, fällt mir bei der Frage danach immer ein Transparent bei einer der Freiheit statt Angst-Demos an. Ich glaube, der ersten oder zweiten, die wir hier in Berlin hatten, wie ja auch nächsten Samstag wieder, wo wir bestimmt alle hingehen werdet, wo jemand Schild rumlief und sagte, ihr werdet euch noch wünschen, wir wären politikverdrossen. Weil diese Netzbewegung eben plötzlich deutlich macht, mit Politikverdrossenheit ist es, also die gesamte Bevölkerung ist nicht politikverdrossen. Das fehlen ihr nur die Möglichkeiten, sich in Politik so einzuschalten, dass das dann tatsächlich auch wirksam wird, was die Bevölkerung will. Und das ist so, wie bisher Politik organisiert ist, in der Regel ja nicht der Fall. Denn der Weg durch die Parteien und durch die Institutionen ist einer, der von der ursprünglichen, Position nicht mehr so richtig viel überlässt in den meisten Fällen. Und jetzt plötzlich gibt es die Möglichkeit, oder gar nicht mehr so plötzlich, also seit etwa 10 Jahren, würde ich sagen, zu kommunizieren, sich durchaus auch im Netz zu organisieren, sich Gehör zu verschaffen, auch an dem Nadelöhr klassische Medien vorbei, Themen in der Öffentlichkeit zu diskutieren und einzufordern, die es vorher so nicht gab. Und damit ist das erstens sehr basisdemokratisch und zweitens eine totale Veränderung, finde ich, von Öffentlichkeit und Demokratie, die wir da seit 10 Jahren gehabt haben. Immer sozusagen mitdenken, dass das Netz natürlich das Problem des Digital Gap massiv mit sich bringt. Das heißt, wer hat Zugang? Das sind weiße deutsche Männer zwischen 30 und 40 in aller Regel, die da ganz massiv mitmischen und mitbestimmen. Nichtsdestotrotz, obwohl ich das als großes Problem sehe, glaube ich, dass die Politik sich darüber so sehr verändert hat, dass sie momentan immer noch dasteht und sich schüttelt und nicht so genau weiß, wie ihr geschieht. Und das finde ich großartig. Ja, ich habe bei der Vorbereitung auf diese Veranstaltung ein bisschen recherchiert und dann auch von dir die Aussage gefunden. Ich zitiere gerade mal. Ja, es ist schön, dass Social Media vielen ermöglicht, zu kommunizieren und zu publizieren. Aber ich vermisse ein bisschen die Leute, ja Menschen,
nicht Algorithmen, die sortieren und nicht DPA sind. Es wäre unsinnig, an eine Zentralisierung der wildkreuzenden Informationen auch nur zu denken. Aber ein bisschen Durchblick wäre schon schön und ein bisschen weniger Rauschen hilfreich. Könntest du dazu vielleicht noch ein, zwei kurze Bemerkungen machen? Ja, das war, glaube ich, so eine Äußerung der Verzweiflung, als ich den Eindruck hatte, dass das ganze Netz sich gern über ein und dasselbe unterhält, während viele andere Themen vielleicht hinten runterfallen, beziehungsweise relativ kurz danach gab es mal einen TED-Talk, den ich sehr beeindruckend fand, der, glaube ich, den Titel hat The Internet Bubble, oder? Filter Bubble. Wo sehr schön erläutert wurde, dass das Netz eben das Problem mit sich bringt, dass wir nur noch die Informationen zur Kenntnis nehmen, die uns auch selber interessieren und viel weniger damit konfrontiert werden, was auch wichtig ist, was uns früher sozusagen in der Zeitung präsentiert und vorsortiert wurde, wo wir dann auch mit anderen Ideen mal wieder in Kontakt gekommen sind. Und das ist häufig was ich vermisse. Also die gesamte Digital Native Community, wenn man so will, was ja im Grunde nur ein ganz, ganz kleiner Teil des Netzes ist, weil es noch ganz, ganz viele andere Teile auch gibt. Aber die sich selber so wahrnehmen, als wir sind das Netz, diskutieren in der Regel über die heilige Dreifaltigkeit Technik, Medien, Netz und über nicht viel anderes. Und da müssen dann aber alle was dazu sagen. Und das finde ich häufig ein bisschen einseitig, häufig auch langweilig. Und was jetzt das kritische Potenzial des Netzes angeht, auch deutlich unterfordernd. Okay, vielen Dank. Ich möchte nochmal zu Christoph zurückkommen und zwar wieder an den Anfang, genau, Mikro gerade weitergeben unseres Gespräches, auf unsere Ausgangsposition. Wir haben begonnen mit Syrien, Libyen und anderen Staaten, hast du vorhin schon was dazu gesagt, in politischen Umbrüchen. Aber ich möchte nochmal auf das Thema Anonymität im Netz zurückkommen. Was bedeutet Anonymität im Netz gerade in diesen Ländern? Ich habe eine Aussage jetzt von einer jungen Frau gelesen, die also explizit erklärt hat, dass sie lieber unter ihrem richtigen Namen publiziert und eben nicht anonym. Gerade deshalb, weil sie dann, wenn sie anonym wäre, vielleicht ja durch die Maschen der Geheimpolizei fallen würde. Wie ist deine Einschätzung? Das ist richtig. Also es ist auch mein Eindruck, dass die Anonymität im Netz in den arabischen Ländern eine geringere Rolle spielt, als man gemeinhin denken könnte. Wenn ich das jetzt zum Beispiel Syrien beobachte oder auch in Ägypten noch viel mehr, war es so, dass die übergroße Mehrheit der Leute, die im Netz aktiv waren, die Gruppen gegründet haben, die zu Protesten aufgerufen haben oder Videos ins Netz gestellt haben, dass die dort deutlich ihren Namen veröffentlicht haben. Das hatte zum einen den Grund, dass sie meinen, das würde sie eher schützen, weil dann Leute wissen, okay, das ist die und die Person und wenn diese Person 2 Tage offline ist, dann wissen wir, okay, mit der ist wahrscheinlich was Schlimmes passiert oder man hat zumindest einen Namen für diese Person, das ist kein anonymer Mr. oder Mrs. X, sondern man weiß, das ist die und die Person. Zum anderen hat das diesen Grund, dass alle diese Gesellschaften sind tief vom Geheimdienst durchsetzt. Das wiederum bedeutet, dass es natürlich auch ein großes Misstrauen in diesen Gesellschaften gibt. Niemand weiß, wenn da jetzt jemand unter einem Pseudonym im Internet zu irgendwelchen Sachen aufruft oder bestimmte Sachen ins Netz stellt, kann niemand sicher sein, wer steckt da wirklich dahinter? Ist das irgendwie ein gefakter Account vom Geheimdienst, der irgendwelche Leute, der Sachen über Leute herausfinden möchte? Deshalb ist zumindest mein Eindruck der, dass in den meisten dieser Gesellschaften die Leute es vorziehen, offen im Netz aufzutreten. Also bietet Offenheit hier auch eine Chance? Ja. Genau. Wie siehst du das, Frank? Offenheit bietet auch eine Chance. Ich mache jetzt mal einfach einen Sprung und komme mal auf Erik Schmidt zu sprechen. Der Aufsichtsratschef von Google hat kürzlich eine Echtnamenpolitik nicht nur für Google Plus gefordert. Er sagte, Zitat, der einzige Weg, dem zu begegnen, ist echte Transparenz und keine Anonymität. In einer Welt asynchroner Bedrohungen ist es zu gefährlich, auf eine Möglichkeit zu verzichten, Menschen zu identifizieren. Wir brauchen einen Namensdienst für Menschen. Regierungen werden das verlangen. Welche machtpolitischen Folgen sind hier zu erwarten? Also wenn wir die Anonymität im Netz verlieren, sind wir auf dem direkten Weg in eine totalitäre Gesellschaft, kann man so brutal formulieren. Es ist zwar richtig, dass gerade in arabischen Ländern die eine Menge, gerade Blogger, auch mit ihrer Person auftreten, weil sie eben zum Teil auch Teil einer Community ohnehin schon sind und nur sozusagen als Speerspitze davon sind. Aber was wir halt auch sehen, ist, dass
der gerade in Libyen zum Beispiel die Anzahl der Opfer unter der Opposition brutal hoch ist. Also das heißt, die haben da systematisch alle Leute abgeräumt, die auch nur am Telefon das Falsche gesagt haben und haben die halt in der Wüste erschossen. So, und hingegen, also ich arbeite häufig mit Oppositionellen aus diversen Ländern zusammen, unter anderem aus Weißrussland, und da war es halt so, dass die Leute, die sich offen bekannt haben, gesagt haben, hier, ich stehe dazu, die sitzen gerade im Knast. So, und die Leute, die halt gesagt haben, okay, ich bin vielleicht ein bisschen weniger öffentlich da und habe dadurch weniger Möglichkeiten, also ich habe möglicherweise weniger Vertrauen von den Leuten, die meine Blogposts lesen, aber die können immerhin noch weiterarbeiten. So, und genauso ist es mit den Libyern, mit denen wir zusammengearbeitet haben, die sind halt auch noch da, ne? Und ihre Freunde liegen tot in der Wüste. So, also das heißt, also dieser Versuch halt jetzt von Google insbesondere und Facebook und dem Staat, Anonymität im Netz unter dem Sicherheitslabel wegzubekommen, hat halt irgendwie verheerende Auswirkungen. Also wir haben da halt tatsächlich einen Zusammenfluss von Interessen. Zum einen die wirtschaftlichen Interessen von Google, die halt gerne wirklich wissen wollen, wer ist. Was ein radikaler Schwenk ist, haben viele Leute einfach noch nicht verstanden. Google hat früher gesagt, okay, ist nicht so schlimm, dass wir alles über euch wissen, weil wir wissen ja nicht, wer du bist. Ja, also wir haben gesagt, okay, hey, du kannst dieser Suchmaschine problemlos vertrauen, weil alles, was wir über dich haben, ist halt irgendwie so ein Cookie, also so eine anonymisierte ID. Und dieser Schwenk, dass Google jetzt sagt, okay, wir wollen wirklich wissen, wer du bist, ist eine radikale Änderung. Und zwar so radikal, dass man da intensiv drüber reden muss. Und also ich persönlich sehe Anonymität oder die Möglichkeit zur Anonymität im Netz tatsächlich als Menschenrecht an. Aus dem einfachen Grund, weil es unser primäres Kommunikationsmittel ist. Und wenn wir uns die Geschichte angucken, gerade die Geschichte der Aufklärung zum Beispiel, dann ist es so, dass anonyme Publikationen waren entscheidend dafür, dass Europa so ist, wie es heute ist. Nämlich halt eine einigermaßen freie Gesellschaft, wo man halt noch so einigermaßen sagen kann, was man denkt. Das hat viel damit zu tun, dass Leute anonym publiziert haben. Nicht umsonst waren die Fürsten damals hinter den Leuten, die Druckerpressen bedient haben, so hinterher und wollten halt das, was wir heute als HUSDP kennen, und zwar mit Waffengewalt durchsetzen. Ja? Das heißt also, dieses Recht jetzt aufzugeben auf Anonymität, nur weil einige Leute meinen, man bräuchte es nicht, wäre ein extrem grober Fehler. Es ist ja wahrscheinlich auch so, dass dieses Recht, die Anonymität aufzugeben, von denjenigen gefordert wird, die sich davon auch was versprechen. Falk, das kannst du vielleicht noch ein bisschen ausführen, den Gedanken? Naja, also es ist natürlich immer ein bisschen die Frage, welches Schlaglicht man genau drauf wirft. Also beispielsweise jetzt diese Google-Debatte, da ist es total absurd, ehrlich gesagt, wie sie geführt wird, auch ein bisschen seitens Google. Ich verstehe das von vorne bis hinten überhaupt nicht. Steht dann einfach aus dem Aspekt heraus, ich meine, Google macht Klarnamenzwang. Nicht mal Pseudonyme, nein, Klarnamenzwang. Man soll sich dort unter seinem echten Namen anmelden. Also ist es noch nicht mal so, dass ich nur Google meinen echten Namen verraten soll und mich dann Hullebulle37 nennen kann. Nein, sie wollen wirklich, dass man dort unter seinem Klarnamen auftritt. Und das ist etwas, das kann ich von vorne bis hinten weder gutheißen noch verstehen. Wäre es ein deutscher Anbieter, würde auf jeden Fall das auch nicht zulässig sein in der Form. Das wäre nach Telemediengesetz unzulässig, was eigentlich ganz schön wäre, aber ist natürlich ein bisschen schwierig durchzusetzen. Wie wir ja gerade auch an vielen anderen schönen Beispielen, die wir aber vielleicht heute gar nicht diskutieren müssen, auch sehr schön sehen können mit der Frage von Durchsetzbarkeit nationaler Standards im internationalen Kontext. Letzten Endes, ja, wenn man sich anguckt, es gibt Politiker, die sehen da einen ganz klaren Mehrwert, denen wäre es am liebsten, wenn man ins Internet nur noch reinkäme, nachdem man sich mit seinem elektronischen Personalausweis authentifiziert hätte. Das ist so sehr hübsch gedacht vielleicht, weil dann findet man ja auf jeden Fall jeden, da braucht man vielleicht auch gar nicht mehr unbedingt Vorratsdatenspeicherung, zumindest nicht mehr in der Form, kann man ein bisschen anders machen dann. Klar, da kann ich so aus Herrn Uhls Sicht zum Beispiel, kann ich das nachvollziehen, dass er das gerne möchte, diese Sicht teile ich logischerweise nicht. Und klar, da verspricht man sich das was von, man verspricht sich davon Accountability, und es gibt tatsächlich einige Leute in dieser Debatte, die sehen das sehr, sehr ähnlich, wenn auch aus anderen Gründen. Das sind zum Beispiel Journalisten, denen regelmäßig in die Kommentare unter ihren Artikeln gepöbelt wird. Gut, geht mir auch so, wenn ich einen Artikel schreibe, da kommt dann auch manchmal die Meute vorbei und sagt, du bist doof, du bist ein Apple-Fan, was ich nicht bin, und egal, aber egal. Also sowas passiert, und dann ärgert man sich manchmal schon, dass da jemand wieder mal einen Kübel Häme ausschütten möchte, und manches davon ist ja tatsächlich auch strafrechtlich relevant, muss man auch sagen. Und klar, manchmal hat man dann schon den Gedanken, ach, das wäre doch eigentlich ganz schön, wenn man den dafür auch kriegen könnte. Faktisch ist es natürlich totaler Blödfug. Denn klar ist,
ja, Anonymität, Pseudonymität sind beides wichtige Elemente dessen, dass Demokratie funktioniert. Man braucht auch gar nicht so weit zurückzugehen, wie Frank das gerade gemacht hat, sozusagen, mit anonymen Publikationen. Es gibt auch jede Menge pseudonyme Publikationen, auch aus den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten einfach mal, wo man sagen kann, die sind konstitutiv für das, was wir hier so gemacht haben in den letzten Jahrhunderten an Demokratieentstehung eigentlich. Also, wenn ich mir mit Amerikanern darüber diskutiere, ob Pseudonyme wichtig sind, dann denke ich nur so, Leute, eins eurer wichtigsten Dokumente, die Federalist Papers, worunter sind die geschrieben worden? Unter einem gemeinsamen Pseudonym von drei Autoren, Hamilton, Jay und Madison. Ja, wie kann man dann überhaupt auf die Idee kommen, dass das Unfug ist, dass man mit Pseudonymen irgendwie arbeiten darf? Warum eigentlich? Es gibt einfach schlicht und einfach keinen Grund. Und bei Anonymität sowieso, wenn wir davon reden, klar, solche Länder wie Ägypten, Libyen, auch Tunesien, ganz krasser Fall, ursprünglicher auch gewesen, was Überwachung angeht und so, inzwischen halt deutlich reduziert. Inzwischen sind fast alle Tunesier auf Facebook, habe ich mir sagen lassen. Da ist es natürlich ein anderer Stellenwert nochmal. Und da ist natürlich auch immer diese Abwägungsfrage drin, von wegen bietet mir die Offenheit, meinen Namen zu nennen, mehr Schutz? Oder möchte ich das lieber unter einem anonymen Pseudonym, wie auch immer, veranstalten? Faktisch ist es aber doch so, dass es häufig auf mehrere Sachen gleichzeitig rausläuft. Wer von uns hat denn bitte hier keine zusätzlichen Pseudonyme, wenn er im Netz unterwegs ist? Der hebe bitte mal ganz kurz die Hand. Wer ist hier nur im Klarnamen-Kontext unterwegs? Ich sehe keine Hände. Warum? Ja, also das hat vielleicht einen Grund, weil manchmal wollen wir vielleicht dann doch nicht sozusagen ganz klar identifizierbar sein. Und das ist etwas, ohne das würde ich nicht sehen, wie eine Demokratie funktionieren soll. Okay, ich habe jetzt verstanden, dass der Anspruch ja auch ist, ne? Also zu dieser Politik der Herrschenden, einen Gegenentwurf aus dem Netz anzubieten. Wie kann man sich das denn konkret vorstellen? Ich frage immer so ein bisschen nach der Konkretation, weil ich manchmal auch so ein bisschen die Befürchtung habe, also ich kriege unglaublich viele E-Mails und Anfragen von Campaignings, wo ich jetzt unterschreiben soll. Ist das teilweise nicht einfach auch aufmerksamkeitsheischend? Also verliert sich da nicht manchmal die wichtige Information unter dieser ganzen Masse? Ja, was ist denn wichtig? Also das liegt ja immer ein bisschen im Auge des Betrachters und digitale Gesellschaft versteht sich als Verein, der dafür sorgt, dass Dinge auch als wichtig wahrgenommen werden, die für das Netz vielleicht wichtig sind und für die Benutzer des Netzes vor allem, also für die Nutzer. Und da muss man ganz klar sagen, ja, es gibt Verbände wie den Bitkom, der schafft das, der Politik regelmäßig zu vermitteln, was aus Wirtschaftssicht für das Internet wichtig ist. Da gibt es noch ein paar andere Verbände, die kriegen das manchmal hin, aber manchmal teilweise. Dann gibt es sowas wie den Bund der deutschen Kriminalbeamten oder die deutsche Polizeigewerkschaft. Die kriegen das auch immer wieder hin, um zu sagen, jo, das ist wichtig, das muss kommen. So, und die Nutzer? Ja, manchmal kriegen sie es hin, dass sie eine Welle machen, häufig leider viel zu spät. Und das ist einer der Gründe, warum wir digitale Gesellschaft machen. Wir versuchen das Ganze ein bisschen mehr zu systematisieren und zu sagen, okay, wir beobachten, was passiert denn politisch, was steht da auf der Agenda, was wollen wir selber auf die Agenda vielleicht auch draufkriegen, auch das ist ja möglich. Wir sind ein Lobbying-Verein in gewisser Weise und gleichzeitig ein Kampagnenverein, was jetzt auch nicht so ungewöhnlich ist. Greenpeace zum Beispiel ist auch so ein Mischmasch aus diesen Sachen und auch einige andere Organisationen. Da fährt man zum Stück weit, fährt man Kampagne und sagt, hallo, Öffentlichkeit, das ist was, das geht euch alle an. Schönes Beispiel dafür wäre halt dieses schöne Metathema Netzneutralität, eines der wichtigsten Themen, die wir wahrscheinlich besprechen können, noch in diesem Jahr und in den nächsten wahrscheinlich auch noch. Aber wenn man auf die Straße geht hier vorne und fragt, kannst du mir mal kurz in zwei Sätzen sagen, was Netzneutralität ist und worum es bei dem Streit geht? Da wird man wahrscheinlich hoffnungslose Gesichter, einfach nur, wird man nur große Fragezeichen sehen. Und das ist natürlich etwas, da treten wir natürlich an mit dem Anspruch, das anständig zu vermitteln, worum geht dieser Streit, zu hoffen, dass wir dafür mehr Leute interessieren können und tatsächlich auch innerhalb der politischen Akteure mehr zu sensibilisieren. Leute, ihr lauft hier erstens gerade in ein Minenfeld, zweitens baut ihr unglaublichen Mist und drittens, so könnte man es vielleicht besser machen. Ja, vielen Dank. Damit haben wir jetzt die erste und die zweite Fragerunde beendet. Ich würde jetzt einfach das Mikro ins Publikum geben und bitte um eine rege Diskussion. So, wer möchte? Fragen, Anmerkungen, da ist gleich die erste Wortmeldung. Ja, ich auch. Ich habe die historische Dimension der Anonymität verstanden und verstehe auch den Nutzen von Pseudonymen und würde aber jetzt gerne nochmal aus dieser Erfahrung sozusagen der Schutz durch Wiedererkennbarkeit, durch Klarnamen bietet irgendwie deine Replik auf die anderen beiden zu dem Thema Anonymität und Pseudonymität hören, aus der Erfahrung, die du eben
aus dem Nahen Osten kennst? Also ich möchte jetzt auf keinen Fall dafür streiten, dass es eine Klarnamenpflicht gibt. Also es ist aber einfach so, dass offensichtlich es nach meinem Eindruck sogar eine wachsende Zahl von Leuten in, ich kann das jetzt, um zwei konkrete Beispiele zu nennen, Syrien und Ägypten, da weiß ich das oder da meine ich das belegen zu können, dass es eine größere Zahl von Leuten gibt, die sagt, ich, wenn ich im Internet aktiv bin und politische Sachen mache, mich irgendwie äußere, entscheide ich mich dafür, das unter meinem richtigen Namen zu tun. Der Gedanke dahinter, in Ägypten kann man das einfach deshalb erklären, weil die Leute die Angst verlieren mit der Zeit. Also das war jetzt das Regime gestürzt. Es gibt jetzt noch den Militärrat, der auch alles andere als eine demokratische Institution ist und den man sehr, sehr aufmerksam verfolgen sollte. Und am Beispiel Syrien ist der Gedanke, ich habe, als ich im Mai zwei syrische Internetaktivisten getroffen habe, die haben mir gesagt, die Regierung weiß eigentlich also die kommt uns auf die Schliche und das ist besser, wenn wir sozusagen den Kreis der Mitwisser dadurch vergrößern, dass wir unter unserem richtigen Namen auftauchen. Das heißt, dadurch gewinnen wir eine gewisse Prominenz und durch diese Prominenz wiederum werden wir geschützt. Und ich denke, das ist verkürzt dargestellt einfach der Gedanke, der dahinter steht. Ja, ich wollte auch noch was dazu sagen, was ich glaube, das hat nicht nur mit Syrien oder mit sehr repressiven Regimes zu tun. Mein eigenes Beispiel, das wird jetzt deinen Nachbarn sehr freuen, könnte ich dazu auch noch mit anführen. Also ich bin seit 2001 im Netz aktiv und bis 2007 kannte mich niemand. Da hatte ich auch verschiedenste Nicknames, haben unterschiedliche Dinge getan und das wurde nie mit meiner Person als Person verknüpft. Und dann wurde mein Freund festgenommen und war Terrorist und um Haaresbreite wäre er für Jahre im Knast verschwunden. Und das war dann schon durchaus eine sehr bewusste Entscheidung zu sagen, das Einzige, was uns jetzt hier noch hilft, ist Öffentlichkeit. Wenn Leute, ganz viele Leute sich diese Sache angucken und sagen, hey, halt, Moment mal, so geht das aber nicht, also gegen das BKA und die Bundesanwältin Monika Harms aufzutreten und zu sagen, wir sehen das aber anders, ist keine ganz einfache Übung. Und das war, wie gesagt, eben eine ganz bewusste Entscheidung zu sagen, wie schaffen wir das in der Öffentlichkeit, wie funktioniert Öffentlichkeit, das jetzt geraten wir in den klassischen PR-Bereich, könnte man sagen. Also Leute interessieren sich für Geschichten, Leute interessieren sich für Gesichter, für persönliche Betroffenheit und damit war sozusagen notwendig geworden, dass wir als Personen in die Öffentlichkeit getreten sind und das ich sehe da eine Parallele auch zu eurem Fall, auch wenn ich die sozusagen das Ausmaß an Repression ist da sicher überhaupt nicht vergleichbar und unsere Möglichkeiten hier sind auch ganz andere gewesen, aber im Grunde ist das genau die gleiche Idee. Also du brauchst ein Gesicht und einen Namen, um dadurch dann auch einen Schutz der Öffentlichkeit erreichen zu können. Auch noch was sagen, genau. Also ich denke, wir müssen da auch immer so ein bisschen Phasen unterscheiden. Also ich kenne das halt irgendwie vom Ende der DDR, da war es halt so, dass es gab halt eine Phase, sowas in der Größenordnung, sowas wie 86 bis etwa Ende 88, wo die Gefahr, sich persönlich aus dem Fenster zu hängen, also mit seinem Namen, war sehr groß. Also es war halt so, dass also man, um den Freiraum zu haben, überhaupt Ideen zu entwickeln, Dokumente zu entwickeln, Aufrufe zu entwickeln, musste man zumindest die Anonymität einer Gruppe haben. Also dann war es halt der Friedenskreis oder so. Und natürlich wusste die Stasi häufig genug, wer die Leute da waren, aber es war jetzt halt nicht so, dass dadurch auch der Alltag der Leute so massiv beeinflusst war. Und an irgendeinem Punkt, wenn die Sache kippt, also wenn sozusagen klar wird, dass jetzt so der Punkt kommt, dann ist genau diese Welle von Leuten, die sagen, aber ich stehe jetzt dazu, also ich bin's jetzt, so wir sind jetzt nicht mehr, wir müssen nicht mehr uns verstecken, sondern wir sind so viele, wir sind nicht mehr allein und deswegen stehe ich mit meinem Namen im Gesicht dazu. Dann kippt, also das ist genau der Punkt, wo halt so Regime kippen. So. Und deswegen brauchen wir halt eben beides. Man kommt nicht zu diesem Punkt, dass man überhaupt so eine große Veränderung erzielen kann und dass man das Risiko durch die Masse überwinden kann, wenn man nicht vorher die Möglichkeit hat, im Verborgenen zu agieren. So, deswegen braucht man eben genau beides. Also die öffentliche und die pseudonyme bzw. anonyme Geschichte. Also gerade in der DDR war es halt so, dass viele von den Papieren, die halt die Leute zum Nachdenken brachten und überhaupt auf die Idee brachten, dass man da irgendwie Dinge ändern kann, die waren anonym bzw. pseudonym und erst dann ab einem bestimmten Punkt, als die ersten Leute dann bekannter wurden, als es dann irgendwie losging, dass die großen Aufrufe waren vom Neuen Forum und so, die halt dann von Tausenden von Leuten unterschrieben wurden, die dann plötzlich sagten, so hier, ich bin's,
dann änderte sich eben die ganze Diskussion. So, jetzt möchte er auch noch was dazu sagen. Ja, ich wollte nur einfach ein bisschen darauf hinweisen, es gibt ja auch noch, also sozusagen nicht in diesem harten Kontext, es ist ein softerer Kontext, aber tatsächlich haben wir das halt auch in der Bundesrepublik auch vor gar nicht allzu langer Zeit gesehen, nämlich bei dieser wunderbaren Zugangserschwerungsgesetz-Petition. Da war, das Netz war gegen dieses Zugangserschwerungsgesetz. Und trotzdem, es gab einen Punkt, an dem haben die Leute gesagt, okay, ich zeichne jetzt auch eine Petition mit meinem Klarnamen gegen das Ding, weil mir das wichtig ist. Die Bild-Zeitung hätte daraus auch ohne Probleme machen können. 150.000 Deutsche sind für Kinderpornografie. So. Und da steht man plötzlich mit seinem Klarnamen dabei. So. Natürlich ging es nicht um Kinderpornografie für die Leute zum Unterzeichnen, hoffe ich mal, zumindest für die allermeisten. Trotzdem, also sozusagen diesen Schritt zu gehen und dann auch zu sagen, ja, da stehe ich auch mit meinem Namen und vielleicht auch mit meinem Gesicht beim Demonstrieren. Da tun sich viele im Netz immer noch ein bisschen schwer. Ich hoffe, das ist nächsten Samstag anders. Aber da ist einfach diese Schwelle auch einfach manchmal notwendig zu überschreiten, denn beispielsweise eben für Politiker ist es doch ganz schön, wenn sie halt eben nicht mit Huddelbuddel 73, sondern halt vielleicht dann doch mit einem Menschen reden. Ob der jetzt Huddelbuddel 73 heißt, wenn wir uns jetzt so unterhalten, aber zumindest ein Gesicht dazu ist vielleicht manchmal doch schon nicht verkehrt. Ja, vielen Dank. Es war eine gute Frage. Ausführliche Antworten. Gibt es weitere Fragen, Anmerkungen? Das habe ich nicht gesehen, genau. Na, ich will jetzt ein bisschen wenig sagen zum Werbeblock der digitalen Gesellschaft. Da habe ich einiges dazu geschrieben. Ich sehe es kritisch, auch unter dem Gesichtspunkt, dass die digitale Gesellschaft eben nicht das verkörpert, was es nicht sein sollte. Offenheit, Zugänglichkeit für alle, Transparenz. Ihr seid gegründet worden, um Geld auch zu verdienen. Das halte ich für legitim. Aber man sollte es dann auch nicht nur in der Form verklären. Jörg, das musst du gerade mal kurz konkretisieren. Wo verdienen wir Geld? Ja gut, also ihr habt doch klar gesagt, wir müssen auch selbst mal in der Lage sein, Leute zu finanzieren. Und wir haben zu viel bisher ehrenamtlich gemacht und wollen da auch was bekommen. Das halte ich alles für legitim, aber wie gesagt, ich habe ein Problem, wenn man es verbrämt. Und die Netzgesellschaft ist etwas Offenes, etwas Transparentes, etwas, wo alle mitwirken. Übrigens sogar an der Polizeigewerkschaft, was du alles angesprochen hast, da kann man Mitglied werden. Ihr schottet euch ab, ihr sagt zwar, wir wollen Arbeit haben und wir wollen Geld haben, aber bitteschön, wir wollen allein bestimmen. Und das ist meines Erachtens der Grundfehler des Konstrukts der digitalen Gesellschaft. Aber wie gesagt, war es gar nicht so sehr meine Frage, weil das Thema ja eigentlich handelt, wie verändert Politik das Internet oder Internet die Politik. Meine Frage an Frank Rieger. Wir haben ja auch ein paar Diskussionen geführt über die Beteiligung in den Runden mit Innenministerium und wie auch immer. Ich sehe mit einer gewissen Sorge jetzt im Moment auch bei Alva, dass wir uns, ich sage es bewusst wir, die digitale Gesellschaft, verstricken in Auseinandersetzungen intern, verheizen in Enquete-Kommissionen, teilnehmen an Besprechungsrunden und dass der Teil des Netzes, der Politik eigentlich verändern sollte, nämlich Kampagnen in der Tat zu machen gegen Entwicklungen, dass der immer kürzer wird, weil, wie gesagt, wir uns zum Teil in unseren inneren Bereichen verheddern. Und mein Punkt wäre, wie hast du denn wahrgenommen, Frank, was, also für mich, 15 Jahre Bundestag, da hat Politik das Internet verändert, in den ganzen Fragen, gesetzgeberisch und wie auch immer, und weniger das Internet die Politik. Aber wie nimmst du es denn eigentlich wahr? Das würde mich jetzt einfach interessieren aus den Erfahrungen der letzten Zeit. Wenn ich an Vorratsdatenspeicherung denke und alles andere, ich sehe eigentlich so, dass der Gegner unverändert hart auftritt, geschlossen auftritt und die Netzgesellschaft in der Tat nicht mehr so in der Lage ist, gegenzuhalten, wie es es vielleicht noch 2009 mit der tollen Petition, wo man übrigens auch keine digitale Gesellschaft gebraucht hat, sondern einfach jemand, der es in die Hand genommen hat und es dann gemacht hat, dass wir ein Stück weit hier an Boden verlieren, ist meine Befürchtung. Wenn ich hier getröstet werde vom Podium runter, dann bin ich wieder mal etwas glücklicher. Also ich fange mal ein bisschen Meta an. Der wesentliche Effekt, den wir sehen, wie das Netz die Politik verändert, und zwar ganz alltäglich verändert, ist eine dramatische Zunahme von Geschwindigkeit und eine brutale Verkürzung von Aufmerksamkeitsspannen. Also man muss ja nur mal im Bundestag durch irgendwie die Anhörungen laufen und mal gucken, was die Leute auf ihren iPads tun, die sie da alle liegen haben. Und was die tun, ist halt Echtzeit-News konsumieren. Also halt aus den sozialen Netzwerken, aus irgendwie den Nachrichtenagenturen, aus den Online-News-Seiten. Zwar meistens sogar relativ gezielt auf die Themen und auf die Personen gerichtet, die sie interessieren.
Und dementsprechend handeln sie auch. Also was wir halt sehen jetzt, ist diesen News-Zyklus, dass irgendwie Spiegel Online irgendwie immer schön Samstagnachmittag irgendwie ein neues Schwein durchs Dorf treibt, damit sie irgendwie das Wochenende haben, um irgendwie ein Thema zu setzen. Den sehen wir an ganz vielen Stellen. Das heißt, also diese klassische, dass mal eine Debatte eben auch mal ein paar Wochen läuft, so, ist halt seltener geworden und wird halt auch immer schwieriger zu erzeugen, weil halt einfach die Vielzahl und die Geschwindigkeit der Themen zunimmt. Das, denke ich mal, ein ganz klarer Effekt, der hat einfach viel mit Technik und Informationsfluss zu tun, aber der hat natürlich auch einen Einfluss auf unsere Kampagnenfähigkeit, weil der Kern der Sache ist eben, ein Thema längere Zeit am Kochen zu halten. So, und das ist halt eigentlich der wesentliche Punkt, also dass wir sowas wie die Vorratsdatenspeicherung halt so lange am Kochen halten konnten oder halt irgendwie die Netzsperren so lange am Kochen halten konnten, ist die Kernfähigkeit, die um die es geht. Darum ist es einfach nicht aufzugeben, kontinuierlich weiterzumachen, das Thema bei jeder Gelegenheit wieder anzubringen, dafür zu sorgen, dass es nicht untergeht und dass es halt nicht in diesem Schweinezyklus verschwindet. Und dass wir uns intern fetzen und irgendwie da irgendwie die Probleme, Herrgott, das machen wir seit irgendwie Anfang der 90er. Also ich kann mich nicht erinnern, jemals in irgendeinem Online-Medium gewesen zu sein, wo wir uns nicht die Schädel eingeschlagen haben. Also es war schon zu Mailbox-Zeiten so. Und dass es halt da unterschiedliche Auffassungen gibt darüber, wie halt, also sag mal, andersrum, dass es Leute gibt, die dann halt von der Realpolitik assimiliert werden, wie Alva, ja, das ist auch schon immer vorgekommen, so, ist jetzt auch nichts Neues, hat nicht viel mit dem Netz zu tun, so, und der, denke mal, was uns als Netzgesellschaft, mal dieses, denn wir, unvorsichtigerweise übernehmend, angeht, ist es, denke ich mal, das Wichtigste, dass wir in der Lage sind, Kontinuität aufzubringen, also tatsächlich kontinuierlich zu arbeiten, Themen in der Presse zu halten, in den Medien zu halten, strategisch daran zu arbeiten. Und insofern sehe ich halt eben auch diese Gründer der digitalen Gesellschaft durchaus bei allen Schwächen und Kritikpunkten, die ich da habe, durchaus positiv, weil es eben möglicherweise eine Infrastruktur wird, die dazu beiträgt, eben Themen längerfristig am Kochen zu halten und da kontinuierliche Arbeit zu leisten. So. Und alles andere, was jetzt irgendwie Foren und worüber wir uns da fetzen und irgendwie Details und Formulierungen und ob wir jetzt irgendwie zur Anhörung gehen oder zu Gesprächen mit dem Innenminister oder nicht, ist aus meiner Sicht Detailkram. Also es sind halt Kleinigkeiten. Ja, natürlich. Ja, also ja gut, also klar gibt es natürlich eine Menge Leute, die dann frustriert sind, wenn wir uns intern zu sehr auf den Kopf klopfen, aber das sind ja in der Regel auch immer Phasen. Ja? Also es ist ja immer nicht so, dass es dann irgendwie lange anhält, sondern meistens irgendwie klopfen wir uns irgendwie ein oder zweimal im Jahr. Im Chaos Computer Club ist das auch so. Da haben wir auch irgendwie so in der Regel zwei große Streitwellen, die immer so im Jahr durchschwappen zu bestimmten Themen. Und die sind halt auch wieder vorbei, dann haben wir uns wieder lieb. Also da muss man sich jetzt auch nicht überdramatisieren. Ja, danke schön. Möchtest du noch was zu ihm sagen? Also eigentlich hat Frank jetzt, glaube ich, schon die richtige Antwort gegeben. Also sollte ich da noch zu sagen? Ich meinte nur, weil du angesprochen worden bist. So, jetzt frage ich weiter. Fragen, Statements, da ist nochmal... Das war jetzt so ein bisschen bundespolitisch. Wir haben die digitale Gesellschaft, die jetzt für uns sozusagen endlich die Bahnsteigkarte für die institutionelle Revolution gelöst hat. Und wir haben nebenbei den Aktivismus und was, glaube ich, generell gilt, ist diese Schnelligkeit, von der Frank gesprochen hat. Aber wenn man sich das jetzt mal global anschaut und dann ähnlich in diesen Analogien, von denen ihr vorhin gesprochen habt, dass das schon mit den Druckerpressen so war und dass das bei dem Beginn der amerikanischen Unabhängigkeit so war, werden wir dann in der sich wiederholenden Geschichte jetzt mit Internet und Politik irgendwie auch das gleiche Spiel erleben? Wir haben die Institutionalisierung, wir haben den Marsch durch die Parteien, kommt übermorgen die digitale Armee-Fraktion, und wann gehen die Cyberwars wirklich endlich los? Also ich würde gerne mal so eine etwas globale Perspektive auf Internet und Politik sehen und nicht nur hier jetzt das bundespolitische Klein-Klein. Also es ist natürlich immer schwer, Vorhersagen über die Zukunft zu machen. Ne? Was ich sehe, ist in jedem Fall, dass das Verständnis von, ich sag mal, weniger Politik als Herrschaft für die Bedeutung von Technologie und von Infrastruktur nimmt zu. Und wenn wir uns angucken, wie jetzt gerade agiert wurde, zum Beispiel in Libyen, aber eben auch
die Sachen, die jetzt nach den Ereignissen in Großbritannien passiert sind, das Verständnis dafür, dass die Kontrolle und die Nähe zu diesen Technologiekonzernen extrem wichtig ist, ist angekommen. Wenn wir uns angucken, den amerikanischen Wahlkampf, der wird im Wesentlichen von Facebook dominiert werden. So, und zwar auf mehr Ebenen, als wir uns das so vorstellen, nämlich weniger nur von Facebook-Fanpages, sondern auch davon, dass die Parteien sich da einfach Facebook und Twitter Fullfeeds kaufen und Echtzeitanalyse dessen machen, was die Leute denken und fühlen. Genau wie es die Hedgefonds heutzutage auch schon tun. Die lassen Sentiment Analysis über soziale Mediendienste laufen, um einfach die Gesamtstimmung überhaupt festzustellen. Und diese Mechanismen, die werden immer mehr zugänglich, eben auch für Leute, die halt mal Herrschaft, die Mechanik durchführen. Ne? Also die Mechanik von Politik sind ja weniger die Politiker als eben die Leute, die in der zweiten und dritten Reihe sitzen. Und für die ist natürlich der Zugang zu solchen Echtzeitwerkzeugen eminent interessant. Und da müssen wir uns nichts vormachen. Wir hatten jetzt ein bisschen Spaß damit, dass sie diesen Zugang noch nicht hatten und noch nicht wussten. Aber es gibt hier einfach auch genügend Leute, die ihr Talent verkaufen und irgendwie die Software an solche Leute verkaufen und die Software für solche Leute schreiben, um eben Herrschaft auch digital zu zementieren. Und das heißt, also, wir haben nicht unbedingt... wir können nicht unbedingt davon ausgehen, dass überhaupt Technologie immer nur gegen Herrschaft sich richtet, sondern im Gegenteil. Sondern es ist halt durchaus so, dass wir davon ausgehen müssen, dass eben auch neue soziale Bewegungen massiv mit Technologie unterdrückt werden können, auch wenn sie nicht benutzen. Und daraus folgt dann natürlich eben wiederum die Frage, die wir in dem Panel davor hatten, wem gehört denn eigentlich die Infrastruktur? Also wer hat denn tatsächlich die Möglichkeit, sozialen Protest zu unterdrücken? Und wenn wir uns zum Beispiel Facebook angucken, Facebook ist eben nicht neutral. Facebook ist eben kein Wasserbetrieb, der einem jedem Zugang liefert, sondern wenn es halt irgendwie, wenn die Druck bekommen, dann schalten sie es halt ab. Das haben wir jetzt an dem WikiLeaks-Thema gesehen, wo halt die Infrastruktur für Payment entzogen wird, wo halt einfach auch Twitter-Accounts gelöscht wurden und so weiter und so fort. Und der Widerstand, was du Digitale Armee-Fraktion nanntest, dagegen, den wird es selbstverständlich geben. Also wenn wir jetzt halt schon anfangen, irgendwie hier zu Lulzsec und Anonymous anzugucken, die gehen natürlich schon in so eine Richtung zu sagen, okay, scheißegal, wir machen denen jetzt halt die Server auf und fahren jetzt mal Texas runter. Ja, ob sie es denn können oder nicht, ist ja eine andere Frage. Aber was dahinter steht, ist natürlich eine enorme Frustration darüber, dass die Mechanismen von Partizipation und politischer Einflussnahme in einer Generation überhaupt nicht angekommen sind, also überhaupt nicht wahrgenommen werden, auch nicht einfach nicht da sind. Also die haben halt einfach das Gefühl, okay, wenn wir jetzt nicht mal hier auf den Putz hauen, sei es digital oder im Einkaufszentrum, dann hört uns niemand zu. Also der wichtigste Satz von diesen UK-Riots war, fragt so ein Reporter, einen jungen Schwarzen, naja, sag mal, wieso habt ihr denn hier irgendwie so viel Randale gemacht? So, und der sagt, naja, wir waren vor 4 Wochen, waren wir demonstrieren, 2500 Leute in der Mitte von London, gab nicht eine einzige Pressemitteilung. Hier haben wir ein paar Scheiben eingeschmissen, plötzlich redest du mit mir. Ja, und genau dieser Gedanke wird sich auch im digitalen Raum manifestieren, da bin ich mir absolut sicher. Und wie die Reaktion darauf sein wird, sicherlich nicht schön. Wir machen gerade die Runde, weil ihr alle gefragt worden sind. So eine schöne globale Frage auch, kann man so viel zu sagen. Die globale digitale Revolution, wann kommt sie? Ich finde, sie ist schon mehr da, als wir denken vielleicht. Also, ich fange mal damit an. Ich weiß nicht, wer sich von euch noch an die Zapatisten erinnert, die, glaube ich, 1999, 2000, wann war das, im mexikanischen Urwald gestanden haben und gesagt haben, so irgendwie, jetzt haben wir das Internet und jetzt machen wir alles anders. Das ist doch schon ganz schön lange her. Und da hat sich dann eine ganze Menge getan. Danach, jetzt komme ich eben zu meinem Lieblingssteckenpferd, hat sich Indymedia gegründet und plötzlich gab es Globalisierungsproteste, die ihren Weg in die Öffentlichkeit gefunden haben, obwohl die klassischen Medien immer nur reagiert haben, wenn dann irgendwo eine Scheibe zu Bruch gegangen ist. Und das wiederum, und das passt jetzt zu London, das ist ja nichts, was mit dem Netz zu tun hat. Das ist ja eben immer schon so. Ist eben, wie Öffentlichkeit, wie Presse funktioniert, wie Politik auch ein Stück weit funktioniert, so ärgerlich man das finden kann. Aber das hat mit Twitter soweit erstmal überhaupt noch gar nichts zu tun, mit digitaler Revolution.
Aber die Möglichkeit, an die Öffentlichkeit zu kommen und andere Themen zu setzen, die gibt es inzwischen schon relativ lange und das findet auch statt. Und so ganz, ganz langsam kommen die Journalisten deutlich auf den Geschmack, auch weil sie festgestellt haben, ihre Medien haben sich verändert, ihre Printmedien gehen kaputt und sitzen jetzt da und fragen sich, was sie falsch gemacht haben. Einerseits sind die Medien eben alle aufgekauft worden und funktionieren nur noch wirtschaftlich. Das ist der eine Teil davon. Und der andere ist, dass sie plötzlich gemerkt haben, dass es ihnen aus der Hand genommen wurde, welche Themen relevant sind und welche Themen jemanden interessieren. Und als Resultat schreiben sie nicht bessere Artikel, sondern drehen sich immer zu diesen Netzmenschen und sagen, und was findet ihr denn wichtig? Und darüber wird jetzt ganz viel geschrieben, weil sie plötzlich auch alle Netzspezialisten werden wollen, was ich auch nicht wirklich wegweisend finde. Das läuft ja, jetzt kommen wir schon wieder ein bisschen weg von der digitalen Bewegung. Ich finde das Globale dabei, das hängt natürlich unter anderem aber auch noch daran, dass es ganz viele Leute auf dieser Erde gibt, die eben keinen Zugang zum Netz haben oder zumindest nicht in dem Ausmaß wie wir hier und sich nicht in dieser Form zu Bewegungen zusammenschließen können, die vielleicht auch gar nicht die soziale Sicherheit haben, um Zeit zu haben, sich mit solchen Sachen so ausführlich zu befassen wie wir hier. Da gibt es, glaube ich, eine ganze Reihe von Punkten, die da eine Rolle spielen. Und dann gibt es noch ganz andere Netzgemeinschaften, wo ich echt nicht weiß, was da los ist. Also China zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen, hat bestimmt auch viele bewegende Dinge, die bei uns hier, also bei mir jedenfalls, nicht in dem Maß ankommen. Die arabische Welt steckt uns alle locker in die Tasche, glaube ich, was Netzbenutzung angeht. Und wir halten uns immer noch für das Zentrum der Welt. Also ich glaube, es geschieht immer noch viel, was bei uns nicht so richtig ankommt. Und dann denke ich auch, ja, Anonymous ist schon erwähnt worden, das ist eben genau deine digitale Armee-Fraktion, glaube ich auch. Und London, schließlich um zum letzten Punkt zu kommen, hat auch prima gezeigt, was dann aus einem, ich sag mal in Häkchen, ja, ich will nicht sagen normalen Riot, das war schon relativ ungewöhnlich, was da passiert ist, aber das wird dann auch wieder als Twitter-Revolution bezeichnet. Und ich glaube, das war es nicht, dass die Ursache von London lag nicht in Twitter, sondern in den sozialen und an den politischen Bedingungen in Großbritannien. Und außerdem benutzen die Leute dann Twitter, um darüber zu reden und damit wird noch ein bisschen mehr darüber bekannt. Aber mit Netz hat das, glaube ich, nur in zweiter Reihe was zu tun. Ja, gibt es noch Anmerkungen aus eurer Sicht? Also was Anna da gerade gesagt hat, das kann man nur unterschreiben. Also wir hatten es am Anfang ja schon mal ganz kurz erwähnt. Das Netz ist nicht sozusagen das, wo das Problem auftritt. Ist nicht der Ort, wo das Problem entsteht, sagen wir es so. Sondern das Netz ist halt immer nur ein Spiegelbild von dem, was sonst gesellschaftlich passiert. Das kann man, glaube ich, auch genauso für den Nahen Osten, Maghreb, Maschrek sagen. Gar keine Frage. Die Ursprünge waren nicht, dass die Leute jetzt plötzlich mal Facebook benutzen konnten. Nein, also in Tunesien zum Beispiel war es, wenn ich mich richtig erinnere, der Reis- oder Weizenpreis oder Ähnliches, was der ursprüngliche Anlass war. Dass man dann eine Möglichkeit hatte, sich zu organisieren, ist halt etwas anderes. Aber sozusagen das ursprüngliche Problem ist natürlich kein originäres Netzproblem. Wenn wir uns mit dem Netz beschäftigen, dann reden wir natürlich davon, wie wir Infrastrukturen wie dieses Netz nutzen können für Zwecke letzten Endes. Aber dafür braucht man natürlich auch ein Netz, das funktioniert. Das heißt, auf der einen Seite, klar, wir müssen uns darum kümmern, dass das Netz vielleicht ein Stück weit wenigstens nach den Regeln und Wünschen gestaltet wird, wie es denn die Nutzer gerne hätten und nicht unbedingt so, wie Herr Uhl das gerne hätte. Und gleichzeitig ist auch klar, das macht man eigentlich nicht darum, damit man am Ende so ein total geiles Internet hat, sondern deswegen, weil es um die Menschen dahinter geht und das ist tatsächlich, glaube ich, so die Quintessenz des Ganzen, so wie du das halt eben auch schon für die Riots in London gesagt hast. Ja, also hier wurde eigentlich schon alles Wichtige gesagt. Um jetzt nochmal kurz den Bogen zur arabischen Welt zu schlagen, da wurde halt jetzt monatelang darüber diskutiert, war das jetzt eine Facebook-Revolution, war das eine Twitter-Revolution? Nein, es war eine Revolution der Leute, die den Mut hatten, auf die Straße zu gehen. Wenn ich mich erinnere, ich war 2008 in Kairo. Schon damals gab es für den 6. April Streikaufrufe und schon damals hatten 75.000 Leute einer Gruppe oder waren einer Seite beigetreten, auf der zu Protesten auf dem Tahrirplatz aufgerufen wurde. Nur damals war die Angst vor dem Staat und vor den Sicherheitskräften einfach noch so groß, dass dann letztendlich nur 200, 300, 400 Leute auftauchten, die dann sofort von der Polizei einkassiert wurden und in Bussen irgendwie in Gefängnissen verschwanden. Das heißt, natürlich spielen diese Mittel, genauso wie Telefon, SMS, Al Jazeera, eine große Rolle, aber letztendlich kann all das nicht den Mut der Leute auf der Straße ersetzen. Ja, ich glaube, damit ist die Frage auch ziemlich erschöpfend beantwortet. Sehe ich weitere Fragen? Wortmeldungen?
Ist das da hinten eine Meldung? Okay. Ja, wenn, wir müssen es auch nicht, ja genau, aber wenn jetzt vom Publikum her keine Fragen mehr kommen, ich hätte auch noch eine, aber du darfst auch. Ich hätte nämlich eine ans Publikum. Ich würde gerne wissen, wer von euch ist denn tatsächlich schon mal sozusagen netzpolitisch wirklich aktiv für ein Thema eingetreten? Also jetzt im weitesten Sinne netzpolitisch. Wer ist denn tatsächlich schon mal bei einer Freiheit statt Angst-Demo gewesen? Würde ich gerne mal ganz kurz Hände sehen. Ja, das. Ja, dann nimm alle Hände, die du hast. Okay, und wer von euch hat schon mal eine Petition mitgezeichnet? Habt ihr auch schon alle die gegen die Vorratsdatenspeicherung mitgezeichnet? Aber noch nicht für die aktuelle Petition. Also, wer die Petition gegen Vorratsdatenspeicherung noch nicht mitgezeichnet hat, der möge das bitte schnellstmöglich tun und am besten auch noch, und das ist wichtig, nicht nur im eigenen digitalen Sud kochen, sondern auch noch Mutti, Papi und die ganze Familie dazu bringen und am besten auch noch alle Freunde und nicht nur die auf Facebook. Ja, wir haben das jetzt schon öfter gehört heute, aber man kann es wahrscheinlich nicht oft genug sagen. Genau, das ist auch von mir nochmal die Aufforderung, sich dem anzuschließen. Ich würde sagen, ich frage jetzt noch eine Frage an alle vier. Wir mussten die Diskussion ja auch nicht künstlich in die Länge ziehen. Es war schon ein langer Tag und es geht ja nachher um 18.30 Uhr auch nochmal weiter mit Anne, mit einer Moderation zu dem Thema, was lernen wir aus dem WikiLeaks-Desaster? Und da braucht man ja auch noch ein bisschen Konzentration. So, jetzt meine Frage an euch alle vier zum Abschluss. Wie müsste das Internet linke Politik verändern, zum einen? Und zum anderen, was bedeutet das Netz für emanzipatorische Politikentwürfe, für inner- und außerparlamentarische Strategien? Auch vielleicht eine nicht ganz einfache Frage, wir fangen mal hier an. Wenn ich das wieder für die arabische Welt beantworten müsste, dann sehe ich, dass der größte Wandel oder den größten Umschwung, den das Netz schon zum Teil bewirkt hat und weiter bewirken wird, ist einfach der, dass das Informationsmonopol des Staates oder das Nachrichtenmonopol des Staates und seiner Medien dort einfach Zug um Zug zusammenbricht. Also dass eben syrische Medien nicht mehr unwidersprochen behaupten können, die Leute, die hier demonstrieren, das sind alles Terroristen, das sind alles bewaffnete Banden. Und die Regierung hat eigentlich alles im Griff, sondern es gibt eben durch das Internet Videos, es gibt Berichte, es gibt Gruppen und es ist eben im In- und Ausland nachvollziehbar, dass diese Version nicht stimmt und das ist, sorgt das Internet wiederum auf der einen Seite für Aufmerksamkeit und zum anderen kann so über das Internet Protest gegen die Regierung erzeugt, generiert und verstärkt werden. Ich denke, das sehe ich als den durchgreifendsten Einfluss, den Internet auf die Politik dort nimmt. Tja, die arabische Perspektive kann ich nicht einnehmen, passt auch nicht. Wie verändert das, beziehungsweise was müsste man eigentlich letzten Endes auch von linker Politik erwarten in dem Bereich? Tja, schwierige Frage, hat vor allem damit zu tun, dass ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob die Linke eigentlich schon so richtig 100% weiß, wohin sie eigentlich mit dem ganzen Digitalen möchte. Das ist aber schön, dass diese Debatte am Laufen ist und auch nicht offensichtlich auch relativ intensiv geführt wird, auch in solchen Kontexten und Formaten. Ich denke, dass es sicherlich wichtig ist, dass man sich wirklich aktiv und nicht nur mit den Spezialpolitikern mit dieser Thematik beschäftigt. Netz, Digitalisierung, da reden wir nicht von beispielsweise hier sowas oder den Computer. Nein, wir reden davon, dass das tatsächlich unser aller Alltag in relativ naher Zukunft, teils auch schon heute, sehr, sehr stark verändern wird. Und das in die Köpfe reinzukriegen, ist vor allem auch eine Aufgabe für dich, ehrlich gesagt, das auch deinen Kollegen in der Fraktion vielleicht ein bisschen mit in Stein zu meißeln und ihnen klarzumachen, Leute, wenn wir vom Netz, wenn wir von digitalen Medien und so weiter reden, dann reden wir nicht davon, dass ihr eine Facebook-Page habt, sondern wir reden davon, dass das letzten Endes etwas ist, was ganze Bereiche unserer Gesellschaft früher oder später umkrempeln wird, ob wir von Bildung sprechen, ob wir von solchen Bereichen wie Datenschutz und Ähnlichem sprechen oder ob wir halt von Energieversorgung, Smart Grid, Smart Metering etc. pp. Sprechen. Das ist was, das betrifft nicht nur die Medien- und netzpolitischen Sprecher, sondern das betrifft sie alle und alle ihre Politikbereiche. Vielleicht gibt es zwei oder drei Ausnahmen, aber ich kann sie mir eigentlich gerade noch nicht so recht im Kopf zusammenbauen. Ja, danke schön.
Was mir am Herzen liegt, wo sich Politik und Netz mehr aufeinander zubewegen sollten und wo ich eben dann auch Möglichkeiten für Politik sehe, sich zu verändern, für die Linke wie auch sonst, hat so ein bisschen mit dem Eingangsplakat zu tun, was ich erwähnt habe, was mit der Politikverdrossenheit sich befasste. Ich habe immer noch den Eindruck, dass Parteien, parlamentarische Politik daran halb verzweifelt, dass die Menschen da draußen so politikverdrossen sind und nicht wählen gehen und sich an dieser Politik nicht beteiligen wollen. Mein Eindruck auf der anderen Seite, wenn ich mir das Netz gucke, ist, es gibt ein enormes Interesse an Politik. Es gibt ganz dezidierte politische Meinungen, auch bezogen auf ganz viele verschiedene Felder. Aber diese politischen Interessen, und diese Leute, die sich da interessieren und die parlamentarische Demokratie, die kommen nicht zusammen. Und ich glaube, da muss sich parlamentarische Demokratie und politische Parteien noch erheblich verändern. Und ich glaube, da gibt es ein großes Potenzial zu lernen, vielleicht sich mal auf was Neues einzulassen, auf neue Formen einzulassen, auf Transparenz einzulassen, auf Kontrollverlust einzulassen, auf ja, diese Verlautbarungspolitik so ein bisschen vielleicht loszulassen, die ich immer noch, auch wenn man sich die aktuellen Wahlkämpfe anguckt, ja, wie viel Offenheit ist eigentlich dafür da, tatsächlich zum Beispiel zuzugeben, dass man nicht für alles eine Lösung hat. Das finde ich ist eine ganz, ganz schwierige Fragestellung, weil ja permanent von Politikern auch erwartet wird, so zu tun, als wüssten und könnten sie alles, was aber wenig Raum lässt, was zu verändern und auch vielleicht sich was anzuhören von anderen und zuzugeben, dass man nicht in allem ein Spezialist ist. Das scheint jetzt vom Thema relativ weit wegzuführen, aber ich glaube, in diesen Bereichen liegt ganz viel Potenzial, auch wo man vom Netz aus der Politik ganz viel lernen kann. Ja, also was ich mir da von der Politik wünsche, ist zu erkennen, dass das Netz eben eine Chance bietet, mal wieder grundsätzlich und radikal die wichtigen Fragen zu stellen. Also eben nicht das Netz zu benutzen, irgendwie nur den Transmissionsriemen für die langweilige Realpolitik, die uns sowieso nicht mehr weiterbringt, zu bringen, sondern halt tatsächlich mal die grundsätzlichen Fragen zu stellen, wie soll unsere Gesellschaft aussehen, wem sollen die Dinge gehören, wem sollen die Technologie, die wir haben und entwickelt haben, eigentlich nutzen. Kann es so weitergehen, dass die Technik, über die wir verfügen und die fantastisch ist, primär dazu dient, irgendwie die Profitinteressen von Einzelnen voranzubringen? Oder müssen wir mal ganz radikal darüber reden, ob unsere Gesellschaft sich nicht der Technologie, die wir momentan haben, anpassen muss, in dem Sinne, dass wir völlig neue Lösungen brauchen, also sowohl was Partizipation angeht, als auch was Verteilungsgerechtigkeit angeht. Und die genau das Netz zu nutzen dafür, eben zu sagen, okay, wir haben hier einen Spielraum, der eben noch nicht die offizielle DPA-Verlautbarung ist, sondern halt eben ein Diskussionsraum ist, wo einfach auch eine Menge Leute sind, die durchaus willens sind, mitzudenken und mitzumachen und auch Ideen mal durchzuspielen und zu diskutieren, denen zu nutzen und eben nicht zu versuchen zu assimilieren in das, was momentan schon da ist und offensichtlich großflächig versagt hat. Das würde ich mir wünschen. Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich hier bei euch für die wirklich sehr konkreten Beiträge und auch für das sehr konstruktive und konzentrierte Diskutieren. Ich bedanke mich beim Publikum für die sehr differenzierten Fragen, die gekommen sind. Ich weiß, dass es nicht immer einfach ist, so ein Thema irgendwie zu packen. Und ich kann auch von mir sagen, ich habe natürlich nicht alle Lösungen parat, aber wir haben jetzt einen Schritt gemacht und wir haben uns auch dieses Themas angenommen. Das ist die zweite Konferenz zu dem Thema. Und natürlich habe ich auch mitgeschrieben und die Argumente werden auch verarbeitet werden. Es wird auch in der Öffentlichkeit dargestellt werden, das ist gar keine Frage. Ich glaube, was bleibt und in vielen Politikbereichen im Übrigen, ist, dass wir uns von den starren Formen lösen werden müssen, dass wir diesen statischen Prozess, wie Politik verstanden wird, zukünftig auch in den zukünftigen Generationen so nicht mehr leben werden können. Manche haben das schon verstanden, bei anderen dauert das noch ein bisschen. Wir sind, denke ich, aber auf dem Weg, das auch umzusetzen. Und ich denke doch, dass wir im Kontakt bleiben und auch darüber diskutieren werden und auch Konferenzen dieser Art in Zukunft wiederholen. Und ich denke auch, das Interesse wächst und wird größer werden, noch mit der Zeit. Und wir tun unseres dazu, das auch in die Öffentlichkeit zu tragen. Vielen Dank an alle.